Hi und herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtausch Podcasts des Drums und Percussion Magazins. Mein Name ist Timo Ickenroth und heute geht es um den Groove X X-Click. Lasst uns loslegen. Der Groove X X-Click ist ein Accessoire für die Trommeln und soll dazu dienen, einen richtig fetten Rim-Click-Sound aus seinen Sticks quasi herauszuholen. Das heißt, es ist eine Unterstützung für den Rim-Click, wenn man zum Beispiel seinen Rim-Click an der Snare-Drum nicht so toll findet oder einfach, um einen anderen Sound zu generieren. Dieser Groove X X-Click wurde mitentwickelt von dem Schlagzeuger Russ Miller. Das ist eine Koryphäe in der Studioszene und er hat schon so ein paar Sachen erfunden. Und das Neueste, 2020 ist diese Firma erst gegründet worden, ist eben der Groove X X-Click. Gibt es in vielen, vielen Varianten. Ich habe jetzt hier die Satin Finish Variante. Das sind 24 Lagen aus Hard Rock Maple plus zwei Lagen aus Messing. Das Ganze, seht ihr, ist schön geformt, passt sich also der Snare Drum perfekt an und wird ganz, ganz einfach an zwei Spannschrauben befestigt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Jetzt habe ich zwei Stimmschrauben von meiner Snare Drum gelöst und jetzt nehme ich den X-Click und lege den so oben drüber, dass hier diese Metall Befestigungen ebenso über meinen Spannreifen passen. Und das ist ein bisschen variabel, das ist auch gut so. Dann stecke ich einfach wieder meine Stimmschraube da durch. Die andere natürlich ebenfalls. Und dann hat man eben die Möglichkeit, die noch so ein bisschen zu verschieben. Ich schiebe den jetzt so ein bisschen nach oben. Jetzt ziehe ich die einfach wieder handfest an. Und bringe die Snare Drum dann wieder in Stimmung. Ihr habt gesehen, der Groove X X-Click ist super schnell montiert. Passt sich perfekt der Snare Drum an. Steht so ein leicht über den eigentlichen Rim der Snare Drum. Von der Position her alles wunderbar. Wie gesagt, er lässt sich auch ein bisschen verschieben. Also das ist schon mal total einfach. Und jetzt wollen wir uns mal anhören, wie der X-Click klingt. Ich spiele jetzt absichtlich das dicke Ende, weil so spiele ich normalerweise eben auch einen Rim-Click. Und wollen einfach mal hören, wie klingt das Ding jetzt einfach mal für sich ganz alleine. Machen wir mal den AB-Vergleich. So klingt meine Snare Drum mit einem normalen Rim-Click ohne den Groove X. Und so klingt sie mit dem Groove X. Und jetzt mache ich einfach mal ein paar Grooves, ein paar Ideen. Ich improvisiere jetzt einfach mal ein bisschen und gucken, was passiert.
waren jetzt mal so ein paar Groove-Beispiele. Was ich natürlich auch mit dem Groove X machen kann, ist, dass ich da selbst drauf haue als Sound-Variante. Das heißt, oben drauf. Man kriegt natürlich auch verschiedene Sounds, je nachdem, wo ich mit dem Stick anschlage und wie ich variiere. Und da auch vielleicht eine kleine Improvisation zu. Ich muss den Groove X natürlich nicht nur als Rimglick-Ersatz verwenden, sondern kann ihn auch als eigenständiges Instrument einsetzen. Und dann klingt er wirklich auch sehr, sehr cool. Ihr habt es eben schon gehört. Aber dann ist es auch so, dass ich, wenn ich jetzt mal den Rim schlage von der Snare, das ganz anders klingt, als wenn ich den Groove X schlage. Der Groove X X-Lick macht wirklich Spaß, damit zu experimentieren, Sounds herauszufiltern, vielleicht mal auch wirklich andere Wege einzuschlagen, als man es eigentlich gewohnt ist. Also eine coole Sache. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn mal wirklich schnell von A nach B zu transferieren. Das heißt, wenn ich mit mehreren Snare Drums spiele oder ich möchte mal schnell auf eine andere Snare Drum wechseln, klar, es geht fix, aber ein Schnellverschluss, das wäre vielleicht noch eine Idee für die Zukunft. Ansonsten, Top-Teil, macht Laune. Es lohnt sich, das Ding auf jeden Fall beim Händler des Vertrauens auszuchecken. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, schreibt es natürlich hier unter das Video oder schreibt uns, also dem Dirk Brandt und mir, einfach direkt an podcast@drumsundpercussion.de. Oder schreibt uns auf den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram. Wir sind so ziemlich überall zu finden. Besucht doch bitte meine Seite, dannschlagzeuglehrer.de. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch bitte meine Seite. Hier kommen immer nicht nur Gearcheck-Videos, sondern auch Tutorials, Drumcover, alles Mögliche, was mit dem Schlagzeugspielen ebenso zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos und hören uns natürlich beim Podcast Schlagabtausch. Bis dann, euer Timo. Ciao.